Gemüsefarm sollte hoffentlich auch bald fertig sein. So, ich power noch mal ein bisschen durch. Welches Jahr haben wir? Wahrscheinlich so 14 oder so. 18 sogar schon. Ja, hier wird natürlich auch exorbitant viel gemacht. Ach, das können wir übrigens noch mal machen. Ich store mal hier bitte noch 20 Steine. Dann könnte man eigentlich die hier unten rausmachen, die ganzen Steine. Die Steine gehen jetzt ziemlich hoch. Aber ich lasse mal zwei Kisten offen. Und dann müssen wir leider nochmal ein Labor bauen. Oder ich stelle einfach nochmal neue Leute ein. Denn ich würde gerne die bearbeiteten Steine jetzt da oben produzieren. So, sehr gut. Hier wohnen auch schon mal die ersten Menschen. Wir können hier eigentlich auch direkt nochmal Häuser bauen. Ich könnte schwören, dass das kein Holz ist, was da links ist. Das sieht nicht holzig aus. Was waren da im Untergrund für Plus-Symbole? Was ist denn das hier? Okay. Keine Ahnung. So, essenstechnisch, ja, ich sollte vielleicht nochmal eine Riege in den Fischer hier stecken. Können wir mal 5 dazu holen. Damit wir da wieder was produzieren. So, hier sind wir nicht am Maximum. Hier sind wir nicht am Maximum. Der Friedhof, ja, ist erstmal immer noch ausreichend. Ich glaube immer noch, dass Holz zu wenig ist. Warte mal. Ja, guck mal, der Schreiner verbraucht schon viel zu viel. Ich pack mal noch mal 5 Leute hier in den Holzfäller. Dann haben wir das raus. Okay, sehr gut. So, Steine verbraucht gerade gar niemand. Spoil Rate 50% im Jahr. Wow, das ist krass viel. Die Spoil Rate ist auch katastrophal, ne? Sag mal, steht eigentlich der Dings, ja. Hier wird auch ausgebildet. Hier wird gar nicht aus... Ich mach mal hier jetzt nochmal eine 18 hoch. Jetzt sind wir gerade im Minus dann, aber... Dann können wir nebenbei immer noch schön Armee ausbilden. Ich habe das eingestellt, ne? Oh, ich habe nur eine eingestellt. Okay, warte mal, dann createn wir eine neue. Genau, bis 150. Und hier editen wir. Hier kommt mal bitte irgendwas mit dem Bogen hin. Nein. Achso, akzeptieren müsste ich. Und zwar bitte die Menschen bis zu 150 und die machen bitte Bogenschießen. Akzeptieren. Wir createn nochmal eine. Und zwar kommen hier die Tilapia hin. Die bitte auch Bogenschießen lernen. Ich mache mal bis zu 100. Bei den Menschen können wir eigentlich auch bis zu 100 nur machen. So, und hier würde ich eigentlich gerne noch direkt eine zweite... Genau, eine zweite machen. Die allerdings dann auch bis zu 20. Und... Ja gut, das müsste ich halt dann einstellen, ne? Kann ich eigentlich hier auf volle Lotte? Ne, geht nicht mit einem Schlag. Gut, dann machen wir es nämlich so. Dann haben wir 4 Armeen. In der Hoffnung, dass es jetzt langsam bergauf geht. So, guck mal, Production Rate jetzt wieder überragend gut. Hervorragend. So, 170. Was brauche ich für bearbeitete Steine? Also außer, dass ich sie erstmal finde. Ah, dieser neue Tech Tree ist... Er sieht geil aus, aber ich muss mich erstmal dran gewöhnen, ne? Ist das das hier? Ach, ich habe das schon gelernt? Ja, uff. Da ist ja der Steinmetz schon. Ach, der brauchte Metal. Yes, of course. Der braucht ja Metall. Wie bearbeiten... Oh, Mann. Bearbeiten hier drin? 3. Ist das ausreichend? Befürchte fast nicht.
Na, ist egal. Können wir immer noch nachjustieren. Dann gehen wir hier mit einem Steinmetz hin. Ich reiß mir nochmal einen. Oh, scheiße, ich müsste zwei wegreißen. So, einmal die Länge runter. Dann ein paar Werkbänke. Ein paar Hilfsbänke. Noch mehr Werkbänke. Und nochmal Hilfswerkbänke. So, ich muss leider eine Runde Metall mal importieren. Und zwar bauen wir das. Oh, bei Holz ist eigentlich auch egal, ne? Wir bauen das aus Stein. Macht ja optisch auf jeden Fall auch Sinn, dass ich eine Steinwerkstatt aus Stein baue. So, und da machen wir mal bitte 12. So, 8 Arbeiter noch. Steht da die Farm? Nee. Farm steht nicht. So, hier geht die Armee wieder rüber. Sehr gut. Geringe Auslastung, was heißt das? Alter, ich habe 795 letztes Jahr produziert. Oh mein Gott. Also ich würde produzieren, so rum. Ich habe es noch nicht produziert, ich würde es produzieren. Bounty-Crawler. Fleisch ist auch super gut, ne? Klamotten komme ich immer noch nicht hinterher. Am Tag hergestellt 1. Ach du Scheiße, guck mal. Ich habe 7,76 Produktion durch den Jäger und ich verbrauche vom Schneider 31. Das ist dann die Erklärung, warum das nicht funktionieren kann. So, das heißt, ich brauche viel, viel mehr Arbeiter beim Jäger. So, das ist jetzt auch nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Weil jetzt produziere ich 9 und verbrauche... Halt, wenn dann hier... trotzdem 31. Ich meine, klar, ich kann hier beim Schneider einfach nochmal Leute rausnehmen. Dass ich sage, ich gehe hier nur 5 Schneider. Dann brauche ich nur noch... Ja, okay, guck mal. Minus 6. Ich muss unbedingt Leder produzieren. Mal kurz zur Einordnung. Macht der Barber wieder Leder? Nee, ne? Der macht kein Leder. Ich könnte natürlich auch nochmal auf eine Viehzucht gehen mit Auerochsen. Alternativ. Schöne Kleider. Das heißt, ich bräuchte erstmal eine Weberei. Die können wir uns aber locker leisten. Die können wir uns auch schon mal holen. Weil die werden wir als nächstes setzen. Und dann brauche ich schöne Kleider. Tja, das könnte alles sein, ne? Aber es ist ja ein Schneider. Also ist er... Ist er wahrscheinlich... Kann ich hier suchen? Hier, da ist er. Grundlagen des Schneiderns. Ach, und hier haben wir schöne Kleider. Okay. Kann ich mir aber nicht leisten. Also aktuell nicht. Müsste ich nochmal Leute einstellen. Ich habe ja noch ein bisschen Platz. Oder wir gehen hier rauf. Verbessertes Labor. Was kostet denn das? 1200. Okay, das kann ich mir nicht leisten. Ich brauche erstmal neue Menschen. So, er hätte gern irgendwas mit Glauben noch. Geht allgemein wieder runter, ne? Guck mal, Essenspräferenz, Essenstage gehen runter. Weil ich jetzt anscheinend wieder zu wenig Essen produziere. Also, was nicht stimmt. Ich produziere einfach weniger Essen, das die Leute hier gibt und, ja, könnt ihr haben. Wo ich eigentlich das ganze Geld her? Ach, guck mal, ich exportiere
enorm viel Müll. Cool. Wo ist denn das? Ist das hier? Nee, hier, Earnings. Oh mein Gott, guck mal, Handel. 1200, 1300, geil. Okay, also der funktioniert dann doch irgendwie. Ich weiß immer noch nicht wie, aber er funktioniert. Der Exporteur. Gut, kann ich wieder zumachen. Wollte nur mal gucken, ob es geht. Aber ganz offensichtlich, jo, geht. Das geht. So, Badehäuser. Ist das bei Gesundheit? Ja. Brauche ich Metall? Ich muss übrigens auch einen Arzt langsam mal bauen. Brauche ich aber Werkzeuge für? Ich brauche halt überall Metall mittlerweile. Oder halt Werkzeuge. Warum wird hier oben eigentlich nichts... Achso, weil ich nur 3 freie Arbeiter habe. Okay. Okay. So, hier arbeitet einfach gar keiner drin. Das ist natürlich auch ungünstig. Wollen wir mal 2 reinstellen. Ja, die Essenstage sind's, ne? Die machen mich so ein bisschen fertig. Warum die Zufriedenheit gerade nicht hochgeht. Alter, Brot wird auch so exorbitant weggesnackt. Kann ich denn vielleicht noch hier welche einstellen? 2. So, die kommen schon wieder nicht hinterher. Na doch. Doch, die kommen hinterher. Ich würde hier vielleicht nochmal einen Hausmeister rausnehmen. Dann sollte hoffentlich jetzt hoffentlich. Dann sollte hoffentlich ein bisschen Brot jetzt ankommen. Schlägerei! Oh mein Gott! Ein Streit zwischen Kretonen und Tilapia hat sich auf die gesamte Stadt ausgebreitet. Beide Spezies stehen sich feindlich gegenüber und bekämpfen einander. Oh. Leute, warum? Vor allen Dingen, wieso denn jetzt beides auf einmal? Das ist ja auch Quatsch. Habe ich eigentlich hier noch Platz in dem Lagerhaus? Alter, bin ich doof? Wo ist denn das Lagerhaus? Hier. Nee, das ist ein Labor. Hier ist das Lagerhaus. Hä? Nehme ich das. Ich würde gerne nochmal ein paar mehr Crates mit Fischen machen, weil dann sollte das jetzt hier hoffentlich hochgehen. Bei Fische haben wir auf jeden Fall mehr als genug. Und ich würde vielleicht hier auch nochmal einen 5. einstellen. Ich glaube, die werden ordentlich zu tun haben jetzt. Das mit dem Brot ist ja Wahnsinn. Am Tag hergestellt 67 Brote. Das produziert 1100 im Jahr. Also ich würde das als plus minus null fast verbuchen, ne? Passt da eigentlich schon so von den Werten? Achso, hier muss ich übrigens nochmal zuweisen. Lops. So, 52 ist das Minimum. Ja, perfekt. Also Wohngebäude haben wir mehr als genug. Genau, hier fehlt es an Metall. Hier fehlt es an Möbeln. Und hier fehlt es an Gemüse? Das ist ja Quatsch. Es fehlt einfach nur an Arbeitern. So, ich muss mal gucken, was ich verbessern. Was bringt denn das eigentlich? Boost von 220. Was heißt Boost? So, jetzt sollten die Essenstage nämlich auch nochmal hochgehen, weil ich jetzt nämlich mehr Fisch einlagere. Ich müsste eigentlich ein komplettes Fischlager nur machen. So, Möbel werden immer noch ganz oben benötigt. Klos. Das passt. Ja, wirklich viele sterben nicht, ne? So, Sklaven habe ich nicht. Ja, alles gut. Ich könnte vielleicht nochmal eine größere Bühne bauen. Ja, hier nochmal eine Bühne hin. Eine größere. Zack. Stellen wir zu. Und
und fertig. Zack. Auftreten. Minus 11. Oha. Wie viel arbeiten denn hier? 8 Leute. Oh, guck mal, verbesserte, bearbeitete Steine. Die kriegen wir easy hin. Hier oben ist irgendwas fertig geworden, kann das sein? Ja, Gemüsefarm. Da müssen 9 maximal arbeiten. I need more people, people. I need more people. Alter, 46. Ich glaube, die Dings steht, ne? Genau, die machen wir bitte erstmal dicht. Da arbeitet bitte erstmal gar keiner, weil ich kann es eh noch nicht verarbeiten. Geht mal bitte raus, alle. Müsste irgendwas dicht machen. Ich mach mal ganz kurz hier den Holzfäller zu. Zack. Brauch mal nämlich mehr Menschen. 44 freie Wohnungen und ich muss eigentlich auch relativ schnell den Schneider jetzt bauen. Den Weber und dann das andere erforschen. Damit ich den Schneider hier endlich mal mit richtigen. Also dass ich richtig viele Klamotten mal endlich hier produziere. So rum. So, müsstet ihr nicht mal bald voll sein? Das sieht gut aus. Ja, sehr gut. So lobe ich es mir. Was ist denn euer Problem? Immer noch Religion, ne? Ja, Roads sind kacke. Badehäuser hätten sie gerne. Gasthäuser. Eins haben wir in der Bruderschaft. Ja, ja, okay. Öffentliche Hinrichtung, ja. Stimmt, das wollte ich auch machen. Also Obst habe ich auch ein richtiges Problem. Da müsste ich, glaube ich, auch nochmal nachordern. Gut, Gemüse habe ich auch ein Problem. Das kriege ich auch nicht gebacken. Ich meine, ich habe jetzt eine zweite Farm. Die sollte hoffentlich nochmal ein bisschen was mehr bringen. Gut. Vor 2 Jahren war auch katastrophal. Da war, glaube ich, irgendeine Dürre, ne? So, was ist denn bei euch das Problem? Ah, Beleuchtung. Alter, guck mal hier, Access. Schwere scheiß Essenspräferenzen. Ja, das geht halt jetzt im Herbst müsste es wieder hochgehen, weil jetzt geerntet wird. Und dann müsste die allgemeine Zufriedenheit auch wieder hochgehen. Ja, guck mal, da schießt es schon wieder hoch. Ja, das sind wirklich die Essenspräferenztage. Das ist Wahnsinn. Wenn Obst kommt, dann geht's hoch. Und wenn Gemüse kommt, dann geht's hoch. Also ich muss wahrscheinlich noch mal ein bisschen investieren in Farmen. Wird hier eigentlich mittlerweile auch eingelagert? Ja. Alter, ich guck mal, was hier an Baumwolle rumliegt. Ganz ehrlich, Baumwolle verkaufe ich jetzt. Pulshoos. So, Baumwolle. Ich weiß nicht, wie teuer das ist. Ist mir aber auch egal. Einfach alles bitte verticken, weil ich kann es nicht gebrauchen. Sehr schön. Dann mache ich jetzt noch das Labor voll. So, dann weiß ich nämlich auch, wo ich jetzt am Ende rauskomme. Sehr schön. Ja, Essen immer noch super. Also, ich brauche unbedingt noch mal Obst. Was ist denn, wenn ich... Gut, hier kann ich noch mal eine Obstfarm bauen. Oder ich setze halt hier unten komplett auf Obst. Eine fette Obstfarm. Wenn ich sage, ich gehe mal hier lang. Also die hier natürlich weg. Das bitte auch weg. 100%, Alter. Das ist natürlich massiv gut. Das ist natürlich ultra gut hier, ne? Bereich muss verbunden sein. Ach, hier ist eine Kackding. So. Ja, das sollten wir in Angriff nehmen, damit ich... Scheiß drauf. Damit ich da
gut aufgestellt bin und vielleicht nochmal Zufriedenheit generieren kann. So, ich mache nochmal ein bisschen Holzhäuschen. Ich hoffe, dass ihr versorgt werdet. Warte mal, ich setze es aber wenn dann hier hin. So, hier unten ist mir Banane, aber hier muss ich auf jeden Fall noch einen Weg setzen. So, dann können wir hier unten auch nochmal alles weggrabbeln. So, 14 freie Wohnungen habe ich nur noch. Ja, gut, Tilapia und so. Aber dafür baue ich ja gerade neu. Das habe ich zugeordnet, ne? Ja. So, 37 freie Arbeiter. Gut, ich darf halt auch nicht vergessen, dass ich die ganze Zeit Armee ausbilde, ne? Da fehlen ja auch nochmal 27 Personen, die theoretisch da wären oder da sind. So, ich habe schon wieder das Falsche angeklickt. Ja, okay, wir sind aber noch nicht voll. Kann ich trotzdem noch mal ein bisschen in Fische investieren? Fische ist so mein Ankerpunkt. Einfach, dass wir genug Nahrungsmittel insgesamt immer vorrätig haben. So, und jetzt importiere ich mal ganz kurz, oder ich handle mal eine Runde. Und zwar die 40 Metall, die ich brauche. Mal, wir machen es anders. Wir gehen hier rüber. Und zwar, ich brauche... Metall und gebe euch dafür... Was haben wir denn? Tontöpfchen. Kann ich mal 160 abgeben. Und... Ja, Baumwolle sowieso, ne? So, feilschen und... akzeptieren. So, ich mach mal ein kleines Lagerhaus. Also ich mach mal hier zwei Metalle rein. Weil, guck mal, hier liegt alles noch voll mit Baumwolle auf den Feldern. Was ist denn hier los? Einer ist am Verhungern. Ja, das bezweifle ich aber. So, Metall ist da. Metall geht raus. Jo, perfekt. Edle Steinmetz. Tja, brauche ich so viele Steinmetze am Anfang? Naja, für Upgrades brauchte ich manchmal Steinmetz, ne? Hier zum Beispiel. Ja gut, und ich brauche dafür die Forschung. Hausmeister kann man nicht. Sag mal, du bist ausreichend, ja? Okay. Schreinverbesserung. Anbetung mit Stil. Bringt nochmal Qualität. Bühnen. Stadtschreier gehen nicht. Stimmt, den könnten wir verbessern. Kunstvoller Markt. Ach, die bieten auch Leder an, ja? Aber es dürfte eigentlich nicht verkauft werden. Weil ich denen quasi keinen Access gebe zu den Sachen. Deswegen dürfte es eigentlich gar nicht gehen. So, hier kann ich schon mal sagen, wer bitte wohnen darf und wer nicht. Da geht es schon mal hoch auf 23 freie Wohnungen. 28. Ich könnte auch mal gucken, was das Upgraden der Wohnungen kostet. Ja, ich brauche Keller, aber was... Mann, ich will wissen, was das kostet. Ich weiß, dass es eine Hausverbesserung gibt, aber ich... Was kostet das denn an Ressourcen? Dementsprechend würde ich mir überlegen, ob ich das mache oder nicht. Ah, Gott, ist das das hier? Wahrscheinlich, ne? Wer bist du denn? Kleine Kleinstadt. Großstadt. Aha. Okay. Bist du? School of Charm. Gericht. Botschafter. Ah ja, Botschafter. Okay.
Das ist es, oder? Ja. 1000. 1000 ist viel. 1000 ist sehr viel. Also ich muss wahrscheinlich... Habe ich das eigentlich freigeschaltet? Ja, ne? Ja. Ich muss leider nochmal ein neues Labor bauen. Oder ich... Nee, ich krieg, glaube ich, nicht genug zusammen für das hier, ne? Nee. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Jägereffizienz. Das hat sich ja eigentlich gleich erledigt. Also ein bisschen. Krankenhaus wäre halt auch nicht verkehrt. Anbietung mit Stil wäre nicht verkehrt. Würde ich die Qualität nochmal steigern? Veredelung. Oder Verbesserung. Dich brauche ich noch nicht, weil ich die Grundressourcen nicht habe. Oder ich mache es über Köhler. Upgrade-Bäckerei, was kostet denn das? Das würde mich ja auch interessieren. Ach, Metall, scheiß drauf. Das ist doch ungeil mit dem Metall.